Jetzt habe ich eine Ausbildung zur Farb- und Stilberatung gemacht, aber irgendwie sind auch so viele Dinge unstimmig und manchmal habe ich ein komisches Gefühl. Kennst du diese Gedanken? Dann geht es dir genauso, wie es mir damals ergangen ist. Aber ich sag dir, es kam noch sehr viel schlimmer. Als Mutter von zwei Kindern und Kinderkrankenschwester war ich auf der Suche nach einem zweiten Standbein und auch etwas, wo ich mein Kreativpotenzial noch ein bisschen mehr ausleben konnte. Gelandet bin ich bei einer damals renommierten Akademie für Farb- und Stilberatung, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und in der Ausbildung habe ich schon sehr viel Unstimmigkeiten für mich erlebt. Empfehlungen, die ich bekam, konnte ich nicht so annehmen und habe es eigentlich genau andersrum gesehen. Aber gut, ne? Wenn man das so lernt, dann ist das eben so. Zu Hause dann wieder angekommen, habe ich das alles umgesetzt und ich hatte erste Beratung, ich wurde auch weiterempfohlen. Das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Und trotzdem habe ich ganz oft gedacht, ob das so stimmt und das geht doch vielleicht noch besser und noch anders. Ich habe viele Fragen gestellt damals an die Akademie. Ich habe auch noch Weiterbildung da angeschlossen und diese Fragen immer wieder kommuniziert. Ich war vermutlich auch ein bisschen unbequem. Und dann kam der Tiefpunkt für mich. 3 Tage vor Weihnachten kam die Kündigung. Ich hatte das Gefühl, man zieht mir den Teppich unter dem Boden weg. Kein Support, kein Material. Ich musste sogar tatsächlich meine Beratungsordner zurückschicken. Ich sollte die Beratungsdidaktik nicht mehr anwenden dürfen und, und. Ich war echt alleine und alles war kaputt. Ich war wirklich drauf und dran, alles hinzuschmeißen. Im Austausch mit Kollegen, mit denen ich immer einen guten Austausch gepflegt habe, kam dann für mich zum Glück auch raus, es ging anderen ähnlich wie mir. Und wir haben einen guten Zusammengehalt gehabt und überlegt, wie geht es denn jetzt weiter? Und immer wieder kam die Frage, können wir nicht was Eigenes gründen? Mensch, Petra, du könntest das doch machen. Ich? Ich bin Kinderkrankenschwester. Nee. Aber mein Mann, der war Unternehmensberater und ist es auch heute noch. Und ja, und dann war ein Thema gelöst. Aber ein großes anderes Problem, das stand uns leider noch bevor. Wir hatten nämlich kein Material. Und ja, wie das manchmal so läuft. Das Telefon klingelt, eine andere Kollegin ist am Apparat und sagt, du, ich werde Material für Typ- und Imageberatung herstellen. Hast du Interesse? Ja, klar haben wir Interesse. Und dann haben wir Corporate Color noch im gleichen Jahr gegründet. Das ist jetzt schon sehr lange her. Und ich blicke auf über 20 Jahre Beratung, 15 Jahre Ausbildung und ein stetig wachsendes Netzwerk mit gut ausgebildeten Beraterinnen im deutschsprachigen Raum. Also super klasse und ich bin ganz glücklich darüber. Und über eines bin ich mir mittlerweile auch gewiss, dass wir tatsächlich das modernste, aktuellste und auch an der Realität hängende Beratungssystem haben. Denn das ist immer wieder bestätigt worden. Mein Bauchgefühl damals hat gestimmt. Es geht eben noch mehr. Und durch meine Kompetenz als Kinderkrankenschwester, wo ich medizinisches Wissen hatte, aber auch Umgang mit Menschen, plus das, was ich in den ganzen Seminaren in den Laufe der Jahre gelernt habe und auch in Recherchen immer wieder bestätigt bekommen habe, ist eben, dass es doch eine ganze Menge mehr noch gibt. Und wir arbeiten auch mit Profis zusammen, Fotografen oder Texter. Und auch aus diesen Bereichen sind unheimlich viele ja, Inhalte sozusagen zusammengekommen. Ja, was hast du jetzt eigentlich davon? Eine Sache, die ich mir damals schon vorgenommen habe, als Corporate Color gegründet wurde, war, ich möchte das Thema Imageberatung im deutschsprachigen Raum professionalisieren, modernisieren. Und die Beraterinnen sollen nicht die gleichen Fehler machen müssen, die ich selber. Und das ist auch ein Versprechen. In allen Kursen stell Fragen, du bekommst auch eine Antwort. Deine Trainingsinhalte, die wir zur Verfügung stellen, die Materialien, die kannst du natürlich behalten. Es gibt mittlerweile auch einen schönen Ordner dafür. Und wenn du Kritikpunkte hast, dann äußere sie bitte und auch Wünsche, weil das bringt weiter. Viele Dinge, die uns angetragen wurden und die wir umgesetzt haben, ja, haben uns dorthin gebracht, wo wir jetzt auch tatsächlich stehen. Ganz aktuell zum Beispiel, es war immer der Wunsch, dass man Theorie schon zu Hause lernen kann und nicht hier in der Seminarsituation.
Und deshalb bieten wir tatsächlich auch an, bei der Grundausbildung alle Unterlagen im Vorfeld zu verschicken. Und auch Videokurse kann man sich im Vorfeld schon angucken, sodass die ganze Theorie im Kopf tatsächlich verankert ist und nur noch die Praxis umgesetzt werden kann in unseren kleinen Seminargruppen mit maximal 6 Leuten. Ich könnte jetzt noch lange reden, mir fallen noch viele Dinge ein, aber ich mache einen Cut hier. Wenn du mehr wissen möchtest, dann füll doch das verlinkte Kontaktformular aus und wir sprechen einen Termin mit dir ab, einen persönlichen Beratungstermin, wo du deine Fragen klären kannst und wo wir schauen können, wie wir dich unterstützen können. Wir freuen uns, von dir zu hören, und ich sage einfach mal erstmal Tschüss, bis bald!